Na, zusammen, mich ist wieder Chiller und Trash wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es um einen Mount gehen, was wir uns in der Protosynthesenschmiede erstellen können. Und zwar haben wir da hier einmal den Goldplattenbuffonit. Dieser Goldplattenbuffonit ist quasi so ein mechanischer Frosch, würde ich jetzt mal behaupten, mit so ein bisschen einer vergoldeten Version. Da gibt es ein paar verschiedene, die wir uns erstellen können. Und hier am Anfang würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Mount Special an. Wo bekommen wir den dann her? Ich würde sagen, wir gucken einmal rein. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrenkonsole. Bei der Chiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Zoatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Bauplan Goldplatten-Buffonit und diesen kriegen wir, wer hätte es gedacht, von den Buffoniten. Wir sind einmal hier oben bei den Koordinaten 80, 46 und dort haben wir Frösche. Und zwar sind die Frösche einmal, hier sind 3, da sind 3 und hier oben sind nochmal 2. Ich habe mich jetzt entschieden, hier die zu farmen, da sind nämlich die 3 und dann einfach zu hoppen. Ne? Also ihr seht, hier beschleunigt der Buffonit, 1, 2, 3. Und ja, weiß ich nicht, die Spawn so 3-4 Minuten brauchen, die würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es so gemacht, ich ziehe die zusammen, cleave die weg. Ich habe die Vögel hier auch noch mitgenommen, wenn wir schon dabei sind. Die droppen dann nämlich noch so Ressourcen, die wir später fürs Mountcraften brauchen. Also die könnt ihr dann auch noch mitziehen. Und ich habe jetzt die Frösche insgesamt 69 Mal getötet, bis mein Rezept gedroppt ist. Also sprich, ein bisschen dauert das Ganze tatsächlich schon. Und ja, dann haben wir das nächste Rezept auch fertig. Sobald wir dann den Plan für den Goldplattenbuffonit haben, brauchen wir insgesamt 400 Genesis-Partikel. Dann brauchen wir ein Schmuckstück der reinen Innovation und dann brauchen wir noch ein Buffonit-Gitter. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir die Mats herbekommen. Dann kommen wir zum ersten Item und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73 und hier in diesem Bereich gibt es Verschlinge. Mobs. Diese Verschlinger-Mobs haben den Vorteil, dass sie aus so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4 Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen
Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie denn alle antecken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur Toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir zum Bufonidengitter. Das kriegen wir von allen möglichen Fröschen hier in Serra Mortis. Und zwar sind wir jetzt immer noch hier auf den Koordinaten 51, 73 und hier diese kompletten Frösche droppen das, beziehungsweise hier oben beim Mausoleum könnt ihr diese Frösche auch töten, die können das dementsprechend auch droppen. Das Schmuckstück reine Innovation bekommen wir einmal hier bei Firim in der Höhle, also Höhle des Verbannten. Da müssen wir einmal rein und wenn wir dann in der Höhle drin sind, seht ihr, müssen wir einmal hier reinlaufen, an Firim vorbei und hier hinter ist so ein Pad und dort ist so ein kleines Bettchen, Sofa, keine Ahnung, was das sein soll. Und hier drauf kann man dann so ein Item anklicken. Ja? Davon könnt ihr maximal 2 haben, brauchen wir auch für 2 Mounts. Und das ist relativ selten, hat anscheinend eine ewig lange Respawn-Zeit. Ich habe jetzt einfach das so gemacht, dass ich ein bisschen Server gehoppt bin. Ich glaube so 30 Server bin ich durchgehoppt, dann habe ich es gefunden, gleich mit meinen beiden Chars rausgelootet. Und das können anscheinend mehrere plündern, wird wahrscheinlich dann nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten despawnen. Und dann dauert es halt wieder eine längere Zeit, bis das wieder auftaucht. Also wenn es da ist bei euch, dann könnt ihr es euch einmal mitnehmen und vielleicht auch anderen Leuten Bescheid sagen.
Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets, und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.